Ich zeige dir heute, wie du Logic's neue Akkordspur in Verbindung mit Plugins von Drittanbietern nutzen kannst. Ich bin immer noch 4 Wochen auf den Philippinen, es ist immer noch heiß, aber natürlich wird durchgezogen. Die Frage, die ich zur Akkordspur oder zur Chord-Track-Funktion auf Englisch am meisten gestellt bekomme, ist, kann ich diese Chord-Track-Funktion, diese Akkordspur, kann ich die nicht füttern mit meinen eigenen Akkorden? Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Region hast, hast du was eingespielt, dass die Chord-Track-Spur das erkennt. Das ist leider noch nicht möglich. Was aber möglich ist, ist der umgekehrte Fall. Das bedeutet, du kannst Plugins von Drittanbietern diesen Akkorden folgen lassen. Und das ist ganz einfach. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Und zwar mit einem Session Player von Native Instruments. Legen wir los. Du siehst, ich habe hier schon eine Akkordspur eingegeben. Und was wir jetzt machen, ist, wir bauen uns schnell ein kleines Arrangement zusammen. Zunächst mal mit den Session Playern von Logic hier. Ich nehme jetzt meinen Drummer und sage, ich möchte Indie Pop. Nehmen wir das mal direkt. Mache jetzt hier gar nicht lang rum. Den Bassplayer holen wir auch gleich mit ins Studio. Ich lade den hier rein. Schauen wir mal, wie unser Fundament bis jetzt klingt. Klingt gut. Holen wir noch den Session Keyboarder dazu. Dann klingt die Sache so. Gut, jetzt kommt der spannende Teil. Wir wollen den Session Guitarist von Native Instruments zu diesem Arrangement hier mit dazu spielen lassen. Ich lade mir dazu also ein neues Software-Instrument in diesem Fall, wähle den Contact Player 7 und suche mir in diesem Fall den Session Guitarist Electric Mint raus. Und jetzt wird es heiß, das habe ich tatsächlich erst heute entdeckt, du vielleicht schon früher, du kannst jetzt diese Chordspur hier in eine MIDI-Spur runterziehen. Das heißt, ich markiere also einfach alles und ziehe jetzt diese Chordspur hier rein. Bang. Jetzt hast du eine MIDI-Region. Wenn wir die ein bisschen weiter aufziehen, siehst du, dass wir hier unten unsere Akkorde haben, die hier oben in der Chordspur sind. Ich klicke jetzt hier rein und wir schauen uns mal den Piano Player an und den Piano Roll Editor hier an. Und jetzt siehst du hier, wir sind hier bei unter C2 sind diese Bassnoten. Jetzt ist es ein bisschen Native Instruments spezifisch, was wir jetzt machen müssen. Und zwar funktioniert der Native Instruments Session Guitarist so, dass bis C2 kannst du hier Akkorde anschlagen oder spielen. Ja. Und diese Tasten hier unten, das sind sogenannte Funktionstasten. Das heißt, du hast hier, das siehst du hier schon, C1 ist ein bestimmter Rhythmus und bis D1 haben wir jetzt also hier in diesem Fall 4 verschiedene rhythmische Pattern, die der Native Instruments Session Guitarist spielen kann. Und das heißt, ich muss jetzt diese Bassnoten hier erstmal löschen, ansonsten gibt es Chaos. Ja? Die lösche ich jetzt erstmal weg und er spielt jetzt einfach schon diesen ersten vorgegebenen Akkord. Das ist in dem, jetzt, dem Fall jetzt, das macht er zumindest meistens, das was hier jetzt ausgewählt ist. Und wenn wir jetzt hier solo das mal laufen lassen, dann sollte er den Akkorden schon in diesem Pattern jetzt folgen. Und somit haben wir den Session Guitarist jetzt hier drin. Ich kann jetzt natürlich auch ein anderes Pattern probieren, das mir besser gefällt. Und außerdem steht er sich hier noch auf den Füßen rum, zumindest frequenztechnisch mit dem Piano. Deswegen nehme ich hier einfach den Transposer und mache das Piano 12 Halbtöne höher. Und außerdem ist insgesamt mir der Satz ein bisschen zu tief. Deswegen mache ich den Session Guitarist hier unten auch nochmal insgesamt eine Oktave höher. Dann schauen wir mal, ob es dann besser klingt. Und wir können sie jetzt auch noch hier, machen wir jetzt hier die schnelle Version, ein bisschen nach links und nach rechts verschieben. Und dann schauen wir uns mal unser Arrangement jetzt an. Genial, oder? Falls du noch weitere Tipps zu Logic Pro möchtest, falls du eventuell gerade erst auf diese DAW umgestiegen bist, also sie die gekauft hast und du möchtest schneller in Logic arbeiten und du kennst doch noch nicht so gut aus, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du diese DAW, wie du Logic Pro 11 für dich individualisieren kannst und wie du deinen Workflow in dieser DAW massiv beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du das runterladen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit Logic Pro 11. Falls du noch mehr Tutorials sehen möchtest zu Logic Pro 11 zum Upgrade, dann empfehle ich dir diese Playlist hier. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße im Momentan aus Asien. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!